Hallo, liebe Freunde, und danke erstmal für mittlerweile über 1000 Abonnenten. Ich habe mir überlegt, das dieses Mal so wie ein Let's Play aufzuziehen, nur halt als Let's Paint. Da es jetzt in der Winterzeit wettertechnisch ein bisschen schlechter war, habe ich überlegt, ich mal was auf Leinwand, was passt da ganz gut, ein Porträt, mal zur Abwechslung mit einem Pinsel. Zufällig lernte ich in der Zeit jetzt auch Master G kennen und habe von ihm einen super Screenshot aus einer Sendung gefunden und habe ihn natürlich gefragt, ob das okay ist, wenn ich das male, und er sagte ja. Also an dieser Stelle auch schöne Grüße an dich, Master G, natürlich auch an Tanjo, Desio, Sido und natürlich an alle Piratenbrüder da draußen vom Herzen aus. Ah, Saul, Hamdullah. Das Bild bekommt Master G natürlich geschenkt. So, nun zu dem Bild an sich. Also, das war ein Screenshot aus einer alten Sendung in einer sehr schlechten Qualität. Ich habe mir von Master G Detailfotos schicken lassen. So konnte ich zum Beispiel die Tattoos besser darstellen und überhaupt auch erst erkennen. Ich male das Bild mit Acryl, schwarz und weiß auf einer Leinwand 70 mal 100 cm. Die reine Mahlzeit betrug ca. 17 Stunden. Am Zeitraffer kann man sehr gut erkennen, wie ich vorgegangen bin. Die Vorskizzierung habe ich bewusst ausgelassen, da auch schon ohne diese Aufnahmen Daten im Bereich von ca. 170 GB angefallen sind. Außerdem braucht das Thema Vorskizzierung eine eigene Tutorial-Folge und die kommt dann später auch mal. Aber nicht sofort im Anschluss, weil das Wetter wieder besser wird und wir natürlich zuerst noch das Thema 3D auf Wand, Characters und vieles mehr zeigen wollen. Folgen wie Malen mit Acryl, Pinselarbeiten, Leinwände selber spannen, skizzieren, bis hin zu wie malt man was und so weiter, kommen immer dann, wenn das Wetter länger schlecht ist. So, bei diesem Bild sieht man ganz gut, dass ich immer zuerst die Schatten vorgelegt habe und dann mit hellerer Farbe reingefadet habe. Wenn ich bei einem Fading zu hell geworden bin, bin ich von der anderen Seite wieder mit dunklerer Farbe gekommen. So kann man immer das Spiel ausgleichen. Wichtig ist, ich habe bei dem Bild zu 80% nass in nass schattiert. Das ist eine einfache Methode, die aber zuerst sehr, sehr gut geübt werden muss. An manchen Stellen bin ich, wenn ich die Fadings verändern wollte, mit einem Pinsel dran gegangen, an dem die Farbe schon fast verrieben ist. Der gibt minimal Farbe ab, funktioniert aber nur auf getrockneten Flächen. Auf kleineren Flächen kleinere Pinsel, auf größeren Flächen größere Pinsel. Eigentlich ist alles ganz einfach bei dem Thema. So, ich habe mir ja hier auch nebenbei noch ein paar Notizen gemacht und da ist eine Notiz zum Beispiel die 3D-Anlegestory. Es gibt ein paar Leute, die es nicht in Ordnung finden, ein Anlegeinstrument zu verwenden. Das wäre ja nicht real. Ich spare dadurch jedoch 30% Farbe und Zeit ein. Weißt du, und das sagen dann Leute, die ihre Styles auf Photoshop basteln. Naja, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, da spart man Farbe, Geld und Zeit und pustet nicht so viel Müll in die Atmosphäre und man muss nicht dauernd cutten. Naja, gut, um auch diese Leute zu beruhigen, werde ich auch demnächst mal wieder einen Style ohne das sogenannte Anlegeteil machen. Gibt's übrigens im Baumarkt für paar Euro 50. Jeder, der jetzt nicht weiß, was ich meine, schaut sich am besten das Ende von Folge 50 an, dann wird das schon klar. So, Leute, Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte in die Kommentare wie immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zum Thema 3D auf Wand übertragen, draußen bei warmem Wetter. Ich werde demnächst auch Termine ankündigen, wann wir dieses Jahr in welcher Stadt unterwegs sind. Ich lasse euch jetzt mal alleine, genießt das Bild mit Tonys Beats, euer Zyg One. Peace.
Musik.